Hallo, ich bin Birgit aus der Lüneburger Heide und ich möchte mit euch heute eine Maissuppe kochen. Dazu nehmen wir 4 Esslöffel Butter. Wir machen eine typische Mehlschwitze. So, die Butter ist jetzt dünn und wir löschen das jetzt mit dem Mehl ab. Binden das mit dem Mehl, Entschuldigung. Verrühren es gut, dass keine Klumpen entstehen. Es wird jetzt angeschwitzt, sagt man dazu. Es bilden sich auch kleine Bläschen. Das ist ein gutes Zeichen, dass man jetzt die Brühe dazu gießen kann. Ich habe jetzt 1 Liter Gemüsebrühe, womit ich die Schwitze ablösche. Gieße ich langsam dazu und rühre immer weiter. Das Ganze muss jetzt erstmal wieder einmal aufkochen. So, die Gemüsebrühe kocht jetzt auf. Jetzt geben wir den Mais hinzu. Und lassen das Ganze 5 Minuten bei zugedecktem Topf köcheln. Unsere Maissuppe hat jetzt 5 Minuten vor sich hingeköchelt. Sieht gut aus. Jetzt habe ich 250 Milliliter Sahne. Die verquirle ich mit 4 Eigelben. Ein Viertel Teelöffel Pfeffer, weißer Pfeffer, weil es eine helle Suppe ist. Ein Teelöffel Paprika edelsüß. Und einen halben gestrichenen Teelöffel Salz. Das wird jetzt alles miteinander verrührt. Die Suppe nehmen wir jetzt von der Platte, damit sie nicht mehr kocht, bevor das Eiersahne-Gemisch darunter gerührt wird. Schöne cremige Konsistenz. Und ganz zum Schluss kommt 2 Bund Petersilie dazu. Und dann ist unsere Suppe schon fertig. Eine schnelle Suppe, die wirklich sehr lecker ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!